ist er denn? Johannes? Ach, da bist du ja. Komm mal her, mein Freund. Servus. Ja, Kavidiri. Schön, dass du da bist. Genau, das habe ich jetzt erwartet von dir. Habe die Ehre. Der Johannes, das ist nämlich sein Leitspruch, immer wenn ich jetzt mit dir eine Nachricht geschrieben habe, war das der erste Satz, den du gebracht hast. Ne? Habe die Ehre. Kennt ihr diesen Typen? Ich denke schon. Ja, weil du bist ja bekannt wie ein bunter Hund, würde ich jetzt mal behaupten, zumindest was dein Heu betrifft. Ja, kann sein, gell? Also bin schon ein bisschen bekannt, Gott sei Dank. Ja, und das finde ich auch super, ich habe das ja in einem meiner letzten Videos, habe ich ja das Ganze gezeigt, ja, mein Heu, was ich von dir bekommen habe. Genau, ich habe es gesehen. Und heute bin ich endlich mal bei dir, das Ganze relativ spontan. Ich habe vor, deine Scheune leer zu kaufen. Ah, das schaffst du nicht. Mich? Dabei habe ich so einen großen Anhänger dabei. Aber du hast wahrscheinlich deutlich mehr an der Scheune liegen. Ne? Das stimmt, weil ich muss ja vorbereitet sein für den Winter jetzt. Für euch zur Info, ich bin heute wirklich relativ spontan hierher gefahren, weil ich erstens Johannes mal kennenlernen wollte. Die Umgebung wollte ich sehen, ja, wie das hier aussieht. Weil ich habe das ja schon von Google erahnt, dass es hier eine super tolle Umgebung ist. Ihr habt das ja auch in den Aufnahmen gerade sehen können, wie wunderschön das hier ist. Das ist ja sozusagen irgendein Gebirge, ne, was hier angrenzt. Ja, da gehen direkt die Alpen los hier bei uns. Gell, das ist schon so Alpen hier direkt? Ja, das sind die ersten Berge. Ah, also, toll. Das ist die Hochries da bei uns. Und dann ist gleich Österreich dahinter, oder? Ja, direkt hinterm Gipfel ist Österreich. Also, super Sache. Ja, ich wollte schon immer mal hier in die Alpen. Ja, super. Und jetzt sehe ich das Ganze mal richtig hautnah. Genau, wir werden uns die nächsten zwei Tage hier mal ein bisschen aufhalten. Du zeigst mir mal ein bisschen was von deinem Geschäft, ja, deinem Heu und so. Ne? Und gerne. Dann gehen wir vielleicht auch mal hier irgendwo rum, wo es was Schönes zu sehen gibt. Natürlich, können wir euch und so schauen. Ihr seid alle live dabei. Genau, freue mich schon drauf. So, das ist unser Gästehaus da hinten. Genau, ja. Da oben dürfen wir dann den Balkon mitnutzen, ja. Und das ist sozusagen unsere Gästewohnung, die du extra für uns hier reserviert hast für heute. Genau, ja. Super mit Morgensonne, gell? Da kommt die von links. Genau. Und meine Kleinste ist auch dabei und mein Schatz Manja, da im Hintergrund, haben sie schon eine Katze entdeckt. Ja, ich würde sagen, wir lernen uns erstmal ein bisschen kennen. Also wir kennen uns zwar schon, aber wir quatschen erstmal ein bisschen und dann Servus im Hintergrund und dann... Mein Bruder. Okay. Ja, machen wir einfach die Kamera wieder an, wenn wir uns ein bisschen kennengelernt haben. Ja, passt da. Bis gleich. Also, Servus. Na, mein Freund, es ist wirklich kalt hier bei dir, ne? Ja, brutal. Und ich, Trottel, habe die Jacke zu Hause vergessen. Aber das ist ja nicht so schlimm, weil es gibt nämlich hier super tolle Samerberger Bio-Heu-Jacken. Hat er mir geborgt, ja, nicht wundern. So, also, wir haben uns schon mal das Gelände hier hinten angeschaut. Die ganze Heubereiche, wo das Heu gelagert wird. Die Heutrocknungsanlage. Und ich finde das so interessant, überhaupt mal zu sehen, ja, wie was von Aufwand dahinter steckt, so ein bisschen Heu herzustellen. Ja, ein bisschen. Naja, ich kenne das ja nur so mit Heu halt, mit der Sense hauen, von der Sonne trocknen lassen. Aber bei euch war das ja professionell. Genau, ja. Mit so einer Trocknungsanlage halt. Auch noch, ja, genau. Genau. Also, wir mähen das auch ganz normal auf der Wiese, wenden das auch nach 24 Stunden oder halt 28 Stunden, wenn es schönes Wetter ist, fahren wir es dann in die Trocknungsanlage, in die Scheune rein. Dann wird es halt dann nachgetrocknet, maschinell. Ja. Weil dann hat man halt die ganzen Blätter, die Blüten, das ganze gute Zeug hat man das dann bleibt drin dabei. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum euer Heu sich von der Masse abhebt, weil ihr halt diese aufwendige Technik habt. Ne? Ich vermute mal, Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, und die Gräser natürlich. Gell. Ja, das gucken wir uns gleich an. Na, meine Kleine, was machst denn du hier? Gefällt's dir hier? Hm. Was hast du denn alles schon entdeckt? Hast du schon Kühe gesehen? Und Pferde? Und was noch? Weiß ich nicht. Macht ja auch nichts. Da hinten. Ja, das sind auch Tiere, ne? Mur. Was? Mur. Kühe. Kühe. Und weißt du, was da hinten noch ist? Mhm. Da haben wir nämlich vorhin schon drüber gesprochen. Da auf dem Berg, da oben, kann man bestimmt ganz schlecht sehen. Ich zeig's mal in die Richtung. Irgendwo da oben. Da befindet sich eine Seilbahn, hast du gesagt, ne? Genau, also Bergstation und der Wirtschaft. Und da gehen wir morgen hin. Genau, auf die Hochries. Das ist unser Plan für morgen. Heute wollen wir eigentlich nur noch essen gehen, haben wir gesagt, ne? Genau, ja. Und dann hatte ich folgende Idee, nachdem du mir das jetzt hier gezeigt hast, mit dieser Trocknungsanlage. Ja. Mit den tollen Wiesen, schaut euch mal diese Wiesen an, um die Jahreszeit. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals dieses Jahr irgendwo bei mir jemals so eine tolle Wiese hatte. Das ist so krass, also im wahrsten Sinne des Wortes Gras und ganz viele Kräuter dazwischen. Klee, ja. Klee, Löwenzahn, ganz viel Löwenzahn sehe ich hier. Was ist das da? Das ist ein Bärenklau. Bärenklau, das ist auch super für Kaninchen. Ist halt mit Vorsicht zu genießen beim Anfassen, ne? Habe ich mir sagen lassen. Genau. Also das ist wirklich eine Prachtwiese.
Und das ist ja eine von den Wiesen, wo ihr euer Heu herbekommt, ne? Genau, ja. Das ist wirklich Wahnsinn. Also der Unterschied, also jetzt sehe ich das mal live, ja. Ich habe es mir nicht vorstellen können, dass um die Jahreszeit noch so die Wiese so gut aussieht. Und ihr habt ja dieses Jahr 3 oder 4 Mal geschnitten, ne? Ja, genau. Also da, die haben wir jetzt schon 4 Mal gemäht, weil bei uns der Sommer heuer war obergeil. Vom Wetter, es war warm, es hat bei uns immer geregnet. Ja. Also noch besser für uns in die Berge jetzt kann der Sommer nicht sein, gell? Und das war wirklich... Ein Traum. Also eine wahre Freude zum Heu machen. Ja, also ich beneide dich vollkommen, weil ich suche jeden Tag aufs neue Futter. Ich muss da wirklich ewig laufen, um mal ein bisschen Gras noch zu finden, was irgendwo brauchbar ist. Du gehst hier einfach raus, ne? Genau. Oh, gehe ich heute mal hin, gehe ich hier hin oder gehe ich da hin, ist egal. Ja. Überall wächst hier super Wiese, ja, man kann ja überhaupt nichts verkehrt machen. Du könntest 1000 Kaninchen halten und würdest die alle satt kriegen können. Wahrscheinlich. Ja, super. Apropos Kaninchen, du hast auch Kaninchen? Genau, 5, ja. Wollen wir die mal zeigen? Gehen wir schauen, ja, klar. Ja, die sind heute ganz frisch bei der Vergesellschaftung, weil heute kam ein neues dazu. Genau. Und da müssen wir mal schauen, ob es denen gut geht. Ja, von unserem Nachbarn, da ist eins leider von uns gegangen. Ach so, okay. Und das haben wir, der, wo jetzt übrig geblieben ist, der ist jetzt zu uns gekommen, dass er nicht alleine ist. Was ich vorhin noch sagen wollte, hier in der Scheune, das seht ihr jetzt hier auch, da sind ja diese Heulager, ne? Und die ganze Trocknungsmaschine, die Verpackung und so. Ich habe da folgende Idee. Was hältst du davon, wenn ich nächstes Jahr mal hierher komme? Nicht nur für einen Tag, sondern vielleicht so 3, 4 Tage. Ich weiß ja nicht, wie lange das dauert, so mit dem Heu. Ja, ernten bis zur Trocknung. 3 Tage brauchen wir. 3 Tage? Ja. Und ich mache da mal mit. Ja? Ja. Wenn wir Zeit, also... Mich würde das mal voll interessieren, von der Ernte, Heuernte, bis zur Trocknung, bis zum Abpacken alles. Ja. Würde ich gerne mal dabei sein. Ja, war cool, hey. Das ist ja eine super Idee. Super, das freut mich. Na klar, sagen wir da gern. Wollt ihr da auch mitkommen? Wieder in die Berge, Emily? Ja. Ja, wollt ihr da mitkommen? Ja, mich würde mal interessieren, interessiert euch das? Wollt ihr das vielleicht mal sehen? Schreibt es doch mal in die Kommentare rein, ob euch das interessiert, wie man hier so das Heu von der Ernte bis zum Abpacken halt alles so handhabt. So, wir gehen jetzt hier mal in diesen Bereich, wo die Abpackung, Verpackung oder genau, Abpacken stattfindet. Weil der Kuhstall ist jetzt das und da haben wir halt das Reiben. Aber ihr hattet ja früher Kühe, ne? Hast du genau, ja schon mal gesagt. Ja. So 25 Kühe ungefähr, 22 je nachdem. Hier hinten ist die Profi-Packstation. Genau, ja, alles per Hand. Bisschen dunkel hier, aber ich denke, ihr könnt trotzdem noch was erkennen. So, und hier sind deine Kaninchen. 5 sind es, ne? Ja, und der 6. oder? Der 6. Wo ist er denn? Da hinten hat er sich verkrümelt. Das da ist das neue Kaninchen da in der Box, ne? Oder? Ja, genau, doch. Der hat sich jetzt verkrümelt. Er lebt noch und das scheint relativ ruhig hier bei dir vonstatten zu gehen. Ich kenne das ganz anders. Ja, bei mir jagen die sich total, wenn ein neues dazukommt. Und auch hier ist mir aufgefallen, das sieht so schön aus, dieses Stroh. Also wirklich beneidenswert, wenn ich das jetzt bei mir sehe. Deins ist halt golden und meins ist halt eher so, ich weiß auch nicht. Sieht schmutzig aus und deins sieht halt richtig gut aus. Ja, na, da habe ich schon meinen Bauern des Vertrauens. Da schauen wir ganz genau immer. Das stimmt. Und wir kontrollieren ja alles immer per Hand, bevor wir es eben abpacken. Wo gehen wir denn jetzt hin? Weiß nicht. Na, zu den Kühen. Zu den Kühen. Los, zu den Kühen, los, komm mit. Ganz aufs Nachbarn. Aber die Kühe gehören nicht euch, ne? Nein, die sind jetzt vom Nachbarn. Und die Hühner auch nicht? Nein, die sind auch von... Was ist das denn? Das ist doch ein Truthahn. Genau, ja. Gucken wir uns von der Nähe an. Die Wiese da, die ist ja von uns und unser Nachbar hat da seine Hühner drauf. Und da bekommen wir halt immer wieder mal ein Suppenhuhn oder ein Masthähnchen oder Eier. Und ein Truthahn? Auch manchmal, haben wir auch schon einen gehabt. Das ist halt natürlich voll cool, wenn man die hinterm Haus aufwachsen sieht, gell? Ja, naja, gut, wenn sie dann als Suppenhuhn enden und man hat sie vorher ja aufwachsen sehen, ist immer so eine Sache. Ja, das stimmt schon, aber da weiß ich wenigstens, wo es herkommt. Guck mal, Emily, da ist ein Huhn ausgebüxt. Das hast du ja schon mal anlocken wollen. Ja. Du musst mal fangen, das Huhn. Ja. Na los, hol das mal. Ganz vorsichtig hingehen. Und egal, wo man hier läuft, ein Wahnsinnsgras. Ey, das ist doch so genial und so hoch. Das könnte ja bald nochmal zu Heu verarbeiten. 5. Schnitt. Schauen wir mal, vielleicht kommt drauf an, was das Wetter macht. Also auf dem Weg hierher hat einer unterwegs Heu gemacht. So war ein Stückchen weiter weg von hier noch. Echt, oder? Da habe ich auch gedacht, um die Jahreszeit wird das überhaupt noch trocken. Ja, ich glaube, das wird vielleicht eine Silage, oder?
Keine Ahnung. Also der hat auf jeden Fall, hast du die auch gesehen, Manja? Da hat einer Heu gemacht, ne, unterwegs. Krass. Und hier im Hintergrund sind die Kühe. Komm, Emily, wir gehen zu den Kühen. Das Huhn, das reißt bloß aus. Ja, schön hier. Also hier kann man wirklich Urlaub machen. Ja. Also ich freue mich dann auf nächstes Jahr, wenn wir dann hier 4 Tage gemeinsam verbringen können. Ja, ich freue mich auch schon drauf. Gibt es hier noch mehr zu entdecken, außer die Seilbahn und ein Heu? Doch, natürlich. Also bei uns kommen wir ja, sagen wir, sind ja direkt am Inntal-Dreieck. Da kommen wir Salzburg, München, Innsbruck, alles ungefähr eine Stunde nur weg. Okay. Können wir alles anschauen. Dann haben Städte, wir ja. Und auch welche? Chiemsee, das Schloss Herrn Chiemsee ist. Ah, ein Schloss, ja. Keine halbe Stunde weg. Super Aussicht dahinter. Ja. Also. Ja, da hinten, das ist schon ein besonderes Bett. Egal, wo man hier hinguckt, ja. Also, das ist da hinten der Sonnenuntergang hinter diesen tollen Häuschen da. Also, das ist wirklich ganz was anderes als bei mir zu Hause. Also, wirklich beneidenswert. Aber für dich wahrscheinlich nichts Neues, ne? Also, nichts ja. Also nichts Besonderes mehr, meine ich. Naja, also, so jetzt zum Beispiel, da denke ich mir einmal, krass, haben wir Glück gehabt. Schaut mal, mein Schatz steht fast kniehoch hier im Gras. Und das Anfang Oktober. Völlig unklar. Und hier die Kühe. Gut, die haben ein bisschen was weggenagt oder weggekaut oder wie auch immer man das sagt. Weggegrast, aber trotzdem ist die ganze Weide hier noch grün. Also die Kühe gehören nicht euch, ne? Genau, die sind vom Nachbarn da drüben gleich. Und die betreiben noch Milchproduktion, oder? Wir haben auch nur noch die Fresser quasi da. Ist nur noch Mast. Ja, da so. Sind halt die Kühe den ganzen Sommer auf der Weide. Sag ganz schön. Man könnte sagen, glückliche Kühe, ne? Genau, ja. Johannes? Kann man die streicheln? Ja, schon, aber ich glaube, die sind ein bisschen scheu. Also nicht. Wenn man schnell ist, vielleicht. Ja, da kommt schon einer. Guck mal, da kommt schon eine angelaufen. Aber die sieht auch ein bisschen ängstlich aus. Ja, wir könnten morgen zu meinen Ochsen fahren, weil die sind ganz zahm, die kann man streicheln. Und dann gibt es noch ein paar Tiere hier zu entdecken, nämlich Pferde. Das sind deine Pferde, ne? Genau, ja. So, ja. Gucken wir mal, müssen wir mal die Kamera schwenken. Da der Dunkle, das ist der Haribo, das ist ein Wallach, ein Criollo. Und da hinten. Ah, da in der Ferne, okay. Genau. Das Braune, das ist die Urmel, das ist ein Haflinger. Sind unsere und die drei. Stehen zusammen, aber die sind jetzt gerade hier auseinander, weil die haben Platz ohne Ende bei dir, oder? So ungefähr, ja. Also die Koppel geht ja bis dahinter. Und weil da mit den Obstbäumen, das ist halt immer schwierig zu mähen. Und dann ist das jetzt. Machen wir die Pferde. Genau, brauchen ja auch genügend Auslauf. Ja, ich würde sagen, dass 3- bis 4-fache von dem, was ich meinen Pferden zurzeit biete. Und ich biete ja meinen Pferden eigentlich auch relativ viel Auslauf. Also hier ist alles viel weiträumiger. Und ja, wie viele Nachbarn hast du denn hier? 4, 5, oder? Genau, also da sind 4 Häuser und der Bauernhof noch, der Nachbar. Also sehr übersichtlich. Und ihr kennt euch alle per Du logischerweise. Ehrlich. Und ja, jeder weiß von allen, jeden alles Bescheid. So ungefähr. Jetzt sind wir hier bei den Kühen ganz nah. Hast du eine Kuh angefasst? Ja. Ich habe das gar nicht gesehen. Kannst du das nochmal machen? Ja. Komm mal her, Kuh. Musst du vielleicht mal ein bisschen drunter gehen. Kannst du hier drunter durchlaufen. Du musst aber aufpassen, auf dem Draht ist wahrscheinlich ja. Strom drauf. Echt? Halt mal die Hand hin. Guck. Oh, die hat Angst vor dir. Hat auch Angst. Das liegt an deiner Jacke. Obwohl, bei Rot, ne, werden doch Kühe. Aufpassen, musst du bücken, ja? Und die haben mal Angst vor dir. Zum Glück haben die keine Hörner. Traumhaft, so, wir gehen jetzt schön essen, ne? Genau. Das machen wir jetzt, haben wir uns verdient. Eine richtig bayerische Wirtschaft. Und morgen mache ich die Kamera nochmal an, wenn wir auf der Seilbahn sind und hier das Ganze ein bisschen von da oben betrachten können. Genau. Ich denke, das wären super Aufnahmen, vorausgesetzt das Wetter spielt mit. Dann sage ich schon mal Tschüss zu dir. Genau. Weil du bist morgen nicht mehr mit dabei, du musst morgen arbeiten, ne? Ja, schon, aber schauen wir mal, vielleicht bekomme ich es hin. Okay, vielleicht kommst du mit oder was? Ja. Früh gleich? Ja, ich hoffe es doch. Ah, so. Na, dann seht ihr den Johannes morgen nochmal, also nehme ich das Tschüss zurück. Ja. Gut, dann bis morgen.
Servus, bis morgen.